Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Neulich habe ich mit meiner Freundin, der Michaela, telefoniert und die hat einen fürchterlichen Hunger auf Sauerbraten gehabt. Dann hat sie gesagt, ja, hast du denn bei Kochen mit Traudl nicht einen Sauerbraten drin, damit ich ihn zumindest anschauen kann? Ja gut, das holen wir jetzt heute noch. Das geht allerdings nicht so schnell, dass ich den heute mache. Morgen steht er drin, denn man muss ihn ja noch einlegen in die Marinade. Mache du ihn aus dem großen Lafer. Und zwar, da ist er da drinnen. Sehr schön beschrieben. Ich war ja auch beim Johann Lafer in der Küchenschlacht. Da war er ja mein Mentor. Ganz, ganz ein netter Mann. Und da, bei der Küchenschlacht, habe ich auch die Michaela gegrüßt. Und nämlich zu ihrem Geburtstag. Und wenn ich das finde, dann spüre ich das auch noch mit rein. So, und jetzt geht's los. Ihr braucht jetzt nicht tagelang warten, sondern ich. Und ihr seht dann das Ergebnis. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's jetzt mit unserer Marinade. Dazu braucht man eine große Möhre, einen Lauch, einen Knollensellerie, Zwiebeln, Rotwein, Rotweinessig, Wacholderbeeren angedrückt, drei Nelken, schwarze Pfefferkörner zerstoßen, drei Lorbeerblätter und 100 Gramm Zucker. Und das geben wir jetzt alles miteinander in unseren Topf. Was mich wundert ist, dass kein Salz draufsteht. Aber, dann nehmen wir halt keins. Und könnt ihr euch nur erinnern, die Älteren von euch, in die 70er, 80er Jahre sind doch diese Fixprodukte aufgekommen. Und da haben wir mir einen Sauerbraten mit Sauerbratenfix gemacht. Den musste man ja gar nicht mal einlegen. Und so gut hat er uns damals geschmeckt. So ändern sich die Zeiten. Das lassen wir jetzt aufkochen einmal und dann abkühlen. Nachdem jetzt der Sud abgekühlt ist, gieße ich den über mein Fleisch. Ich habe jetzt da so einen Rinderbraten. Ich glaube, der ist aus der Keule. Eine Schulter wäre natürlich sehr gut oder so ein Schulterblatt. Aber ich habe jetzt das eben im Angebot gekriegt, das geht aber auch, das wird ja auch ganz weich. Das kommt jetzt da drüber mit allen Zutaten. Und das bleibt jetzt 3 Tage in diesem Sud, im Kühlschrank natürlich. Und alle Tage dort es einmal rundum drehen. Und schaut's einmal her, ich hab's ja gefunden. Das mit der Michaela. Ja, dann freue ich mich sehr, dann sehe ich hier gerade steht drauf, Michaela ja, hat Geburtstag. Genau. Meine Freundin Michaela hat heute Geburtstag, die wäre fast ein Christkindl geworden. Ja. Also heute am 22. hat sie Geburtstag und ich wünsche alles Gute hier. Ach, Michaela hat Geburtstag, ja, gut, alles klar. Danke. 3 Tage sind jetzt vorbei und jeden Tag haben wir es umgedreht. Jetzt schaut mal her, wie jetzt unser Fleisch ausschaut. Das tun wir jetzt aus der Marinade raus und ein bisschen abtrocknen, dass es nicht so nass ist. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr viel Zutaten dazu, denn jetzt brauchen wir bloß noch ein Butterschmalz. Vielleicht eine Stärke, einen Rübensaft, Salz und Pfeffer und Tomatenmark. Das war schon alles. Und was wir jetzt brauchen, das ist jetzt viel Zeit. Denn der muss jetzt 3 bis 4 Stunden im Rohr bei 180 Grad Ober- und Unterhitze vor sich hinbraten. Vom Butterschmalz, da geben wir jetzt so circa 3 Esslöffel voll in unserem Bräter. Die Marinade,
die gießen wir jetzt durch ein Sieb. Das wird ja dann unser Sauce. Und das Gemüse, das verwendet man ja auch. Das Fleisch wird jetzt von allen Seiten angebraten. Jetzt kommt da gleich der Pfeffer drauf und das Salz. Dann gibt man das gleich raus. Und jetzt kommt das Gemüse rein ins Fett. Und das lassen wir jetzt so ungefähr 8 bis 10 Minuten anrösten. Das hat jetzt 8 Minuten geröstet. Es hat eine ganz schöne Farbe genommen. Und es sollte auch schön braun sein, weil wir wollen ja danach eine gute, schöne braune Sauce. Da tun wir jetzt 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Und das lassen wir nochmal ein bisschen anrösten. Und jetzt gießen wir das mit unserem Sud auf. Jetzt unser Fleisch rein und wie gesagt 3 bis 4 Stunden auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Im Kochbuch steht, Umluft ist nicht geeignet, also dort ist nicht auf Umluft. Mein Fleisch war jetzt keine so tolle Qualität, also ich denke mal, dass das schon 4 Stunden brauchen wird. Ich lasse jetzt noch schnell aufkochen und dann kommt es ins Rohr. Und dann ist die meiste Arbeit auch schon geschehen. Wir sehen uns dann in 4 Stunden wieder. Das Fleisch war jetzt knapp 4 Stunden im Rohr und das ist ganz weich, wenn ich einstich. Also denke mal, das wird schon fertig sein. Die Soße, das ist auch schon einiges weniger geworden. Ich habe zwischendrin einmal reingeschaut, nicht, dass ich auf einmal keine Soße mehr drinnen habe. Aber das war jetzt nicht der Fall. Der Deckel muss allerdings auch wieder gut zu sein. Jetzt geben wir das Fleisch in der Folie und das kann dazwischen noch im Rohr drinnen ruhen. Weil jetzt müssen wir die Soße fertig machen. Jetzt schütten wir das da in einen anderen Topf. Und dann tun wir das ein bisschen durchstreichen durch das Sieb. Die Soße schaut jetzt schon sehr schön aus, aber sie ist halt noch ein bisschen stark flüssig. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen einkochen. So vielleicht 5 bis 8 Minuten. Die Soße, die hat jetzt ein bisschen eingekocht, aber sie ist schon noch ein bisschen flüssig. Jetzt kommt allerdings zuerst nochmal der Zuckerrübensirup dazu. Da stehen jetzt 2 Esslöffel da. Ich gebe einmal 1,5 rein, denn ich finde, dass die Soße von Haus aus ein bisschen einen süßen Grundgeschmack hat. Und Salz. Da müsst ihr dann probieren, weil wir haben ja das zuvor nicht gesalzen, also kann es schon sein, dass da einiges an Salz abgeht. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja, es ist ziemlich süß. Aber ich mag das gern. So Essig und süß. Ich werde jetzt aber ein bisschen binden. Dazu nehme ich also einen gehäuften Teelöffel voll Mondamin oder sonstige Speisestärke und tue das mit kaltem Wasser verrühren. Das Wasser muss kalt sein, weil sonst gibt es nämlich Klumpen.
Das kommt in meine Sauce rein. Und das darf jetzt nochmal schön aufschäumen. Ich mache jetzt Folgendes. Bei mir ist ja morgen erst der Besuch angesagt. Also, ich hebe das bis morgen auf. Dann schmeckt es nur ein bisschen besser. Und das Fleisch schneide ich erst morgen, wenn es kalt ist. Denn im kalten Zustand lässt sich das leichter schneiden. Denn sonst bräselt es immer ein bisschen auseinander. So schaut's her, jetzt hat es schon eine schöne Sämigkeit. Und so schaut er aus, wenn er fertig ist, mein Sauerbraten. Und in Soße tue ich jetzt keine Creme fraiche, weil mir schmeckt es jetzt genauso, wie das ist. Dazu habe ich ein paar Serviettenknödel gemacht oder Blaukraut. Und das Fleisch habe ich eben im kalten Zustand geschnitten. Dann fasert es nicht so auseinander. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Fertig!